Wir sind heute bei der Fanpremiere zu den Sternen so nah im CineStar in Berlin und wir haben nicht nur diesen super coolen Film, sondern auch noch super coole Gäste, nämlich Moritz Gard, Jonas, Lisa und Lena und noch eine ganz kleine, aber ziemlich große Überraschung und die seht ihr gleich. Wir legen erstmal los. Es tut mir ja mal leid für alle, die im Winter so lange draußen stehen müssen. Hallo! Auf was freut ihr euch heute denn? Auf den Film! Yay! Freut ihr euch auf den Film? Ja. Würdet ihr euch zum Mars schießen lassen? Klar, warum nicht? Ja. Echt? Aber stellt euch vor, ihr könnt nicht zurück. Wenn wir zusammen dürfen, wäre cool. Und jetzt stellt euch vor, ihr lernt übers Internet einen Jungen auf der Erde kennen. Würdet ihr für den wieder auf die Erde zurück, wenn er toll wäre? Kommt drauf an, wie toll. Stunde ist rum. Ich muss los. Bis morgen? Ich werde hier sein, wie immer. Ich heiße Gardner Elliot. Ich lebe auf dem Mars. Aber jetzt habe ich endlich einen Grund, zur Erde zu reisen. Ich muss sie einfach endlich treffen. Oh, da ist jemand gut angezogen. Das weiß ich immer sehr zu schätzen. Hattest du schon mal eine Fernbeziehung? Nee, gar nicht. Würdest du dich zum Mars schießen lassen? Ich nicht, aber mein Freund fährt da wahnsinnig drauf ab. Würdet ihr mit einem Jungen eine Fernbeziehung anfangen, der auf dem Mars lebt? Nein. Wie viele Kilometer wart ihr auseinander? Ich glaube 400. Wie viele Kilometer sind es zum Mars und zurück? Ich weiß es nicht. Wisst ihr? Oh, das ist peinlich. Das hätte ich vorher auf Wikipedia recherchieren sollen. Hallo Berlin, geht's euch gut? Holen wir doch einfach mal unsere Co-Hosts auf die Bühne. Dann könnt ihr gleich nochmal ordentlich schreien. Nämlich Moritz Gard! Und dann holen wir gleich den Jonas hinterher. Moment mal, Moment mal. Wie Lisa und Lena will ich mich dafür? Kannst du mich nochmal aufrufen? Ja. Und Jonas! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, danke, das war großartig. Ich habe hier nämlich ein Dezibelmesser. Der misst, wie laut ihr seid. Und wir werden jetzt mal gucken, wer mehr Fans im Raum hat. Alle, die vorhin bei mir bei der Autogrammstunde waren, müssen bei ihm still sein. Okay, das waren 81. Los! Es waren auch 81. Jonas, ich muss sagen, ich habe gewonnen. Dankeschön. Lisa und Lena! Bei euch ist auch eine Fernbeziehung, könnte man sagen, weil ihr habt Fans auf der ganzen Welt. Wie hält man mit denen denn Kontakt? Auf Englisch. So, wenn wir schon Musical.ly-Menschen hier haben, dann würde ich auch gerne eins machen. Habt ihr Lust, mit dabei zu sein? Wir versuchen ein sehr großes. Man merkt gar nicht, wie weit entfernt man ist, bis da jemand ist, dem man nah sein will. Hi, Tausa. Wohin fahren wir? Du wolltest doch die Welt sehen. Was ist es, was Sie auf der Erde am schönsten finden? Zu toll. Du bist so schön. Was passiert denn hier? Keiner! Wir kommen jetzt zu einer Verlosung. Und zwar konntet ihr das Yamaha Keyboard, was da unten stand, gewinnen. Und ihr habt da coole Fotos gemacht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Er trägt es dir bestimmt bis zum Platz. Leute, Leute, das ist ein krasser Film hier und wir können uns eventuell den Hauptdarsteller herwünschen. What the fuck? Klatscht schon mal ein bisschen lauter, ihr habt gerade so laut für mich geklatscht. Okay. Jetzt geht mal richtig ab! Let's go! Lauter! Surprise. Oh, so it's about coming to Earth, seeing everything for the first time. What's your favorite thing on Earth? My favorite thing on Earth? Yes. I don't know, it depends. Good music? Good music's great. Chocolate?
Chocolate is also a good one. Thank you for coming, everyone. Hope you enjoy the film. Thank you so much. Have fun in Berlin. Thank you. Wie fandest du den Film? Ich fand den richtig, richtig schön. Also es ist voll mein Style von Filmen. Also so traurig, aber auch ein bisschen happy und das ist echt schön. Ey, ich hab so gedacht, ich darf nicht aus den Augen schwitzen. Nee, ist wirklich, also ich, wie fandst du den denn? Der war richtig emotional, oder? Hast du noch Tränchen in den Augen? Bisschen, ja. Ich hab echt geweint. Ich kann zwei Tränen. Wirklich? Ich darf jetzt nicht die Stellen verraten, nee, weil sonst spoiler ich ja. Ich bin normalerweise nicht so für diesen typischen Kitsch-Romantik-Kram zu haben, aber so diese ganze Grundsituation mit so dem einzigen Mensch auf dem Mars, der zum ersten Mal auf die Erde kommt und wirklich so witzig reagiert zu den Sachen, die wir als ganz normal ansehen, das war schon ziemlich amüsant. Also die Story dahinter, dass man das halt wertschätzen sollte, was man eigentlich hat, weil es war ja bei dem Jungen auch so, dass er auf die Erde kam und unbedingt das haben wollte, aber trotzdem wieder glücklich war, als er auf dem Mars war. Fand ich schon cool, dass man auch halt die Story dahinter hat. Ich fand es sehr emotional, aber es hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen skeptisch hier reingegangen. Ich finde ihn aber richtig toll. Riesengroße Empfehlung. Also ich muss sagen, dass mir Gardner so gut gefallen hat. Ich fand diese Art von Ding, das war einfach so cool. Also ich muss immer weinen und diesmal saß leider niemand neben mir, wen ich halten konnte. Deswegen habe ich es unterdrückt, soweit ich es konnte. Alle, wir sind gerade bei der Premiere, den Stern zu nahe, haben die André getroffen. Genau. Und den Film kann man nur weiterempfehlen. Was würdest du denn den Leuten da draußen sagen, die den Film noch nicht gesehen haben? Dass sie eventuell Taschentücher mitnehmen sollen. Das war mal ein aufregender Tag und Elsa Butterfield war wirklich ganz, ganz süß. Ich möchte ihn eigentlich mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr dabei wart, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie es für euch so war. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Filmpremiere. Bis dann. Tschüss. Was ist es, was du auf der Erde am schönsten findest? Das bist du, Gardner. Wohin fahren wir? Du wolltest doch die Welt sehen. Was ist es, was Sie auf der Erde am schönsten finden? So toll. Du bist so schön.